natürlich schaffen wir vieles und wir schaffen auch, wenn ich es sogar fast, können wir alles schaffen. Sag ich auch. Jetzt muss man sich ja immer eine wichtige Frage stellen. Ich kann zwar alles schaffen, aber werde ich damit glücklich und wie viel Kraft muss ich investieren? Das ist der springende Punkt. Das ist der Unterschied. Ich schaffe zwar alles, aber die Energie, die Kraft, die ich investieren müsste, ist diese das wert? Ich hatte jetzt vor kurzem wieder einen in meiner Facebook-Freundesliste, ich habe ihn sofort wieder rausgeschmissen, ein Video hochgestellt. Du musst, die Leute, die müssen nur geschliffen werden, wie hohe Diamanten, und die müssen schlitzen, die müssen bluten und dann werden sie erfolgreich. Und ich denke mir nur, geh nach Hause. So funktioniert nicht Potenzialentfaltung. Potenzialentfaltung bedeutet, was kann der jeweilige gut, was sind seine Begabungen, was sind seine Fähigkeiten, und dann wird damit gearbeitet. Und dann wird damit gearbeitet und nicht mit dem, was er gerne wäre, was vielleicht aber mit seinem Profil entspricht. Und damit wird man aber auch nicht glücklich. Henry Ford sagte einmal, und dieses Zitat hat man auch schon oft gehört, aber in diesem Zusammenhang ist es für mich nochmal eine ganz neue Bedeutung, sagte einmal, das Geheimnis des Erfolgs ist es, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Und wenn man das jetzt mal überträgt, ist das vollkommen wichtig. Denn möchte ich mich bewegen, brauche ich andere Menschen, das kann man schon mal sagen. Wir brauchen immer andere Menschen. Und wenn ich weiß, wie andere Menschen sich bewegen, kann ich mich mit ihnen zusammen bewegen. Das bedeutet nicht, dass ich mich aufgeben muss, nein. Das bedeutet aber nur, ich kann eine Dynamik entstehen lassen. Ich kann eine Dynamik entstehen lassen. Eine wechselseitige Beziehung im Idealfall, das bedeutet, ich muss wissen, wo ungefähr mein Bereich ist, wo ich mich wohl finde, um mich entfalten zu können. Und wenn ich das für mich gefunden habe, und ich glaube, diese Suche, die endet nie, man ist immer auf der Suche nach dem eigenen Selbst, nach dem, wo ich mich entfalten kann, wo ich mich entfalten darf. Und wenn ich weiß, okay, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl, und ich komme mit einem anderen Menschen zusammen, kann man auf einmal vielleicht sehen, Mensch, das sind unsere Gemeinsamkeiten, das sind unsere Überschneidungen, das ist das, was uns zusammenhält. Es wird aber viel interessanter, wenn man sich die Bereiche anschaut, die einen voneinander distanzieren. Und das meinte ich vorhin mit dem Liebesbeweis Nummer 1, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Denn das bedeutet, gerade die Bereiche, die sich nicht überschneiden, die genau diese Andersartigkeit ausdrücken, sind vielleicht die Bereiche, die das Wertvollste überhaupt in dieser Beziehungskonstellation, beruflich, privat oder sonst wie auch immer, wertvoll sind. Gegensätze ziehen sich an. Warum? Weil sie gegenseitig voneinander lernen können, wenn sie es richtig machen. Und das bedeutet für mich Potenzialentfaltung. Ein Team heißt also, zu schauen, übersetzt, ein afrikanisches Sprichwort, und das trifft die Sache auf den Kopf. Willst du schnell vorankommen, geh allein. Vollkommen richtig. Willst du weit kommen, geh mit anderen. Und auf schwer. Denn Veränderungen, gerade auch mit sich selbst, Persönlichkeitsveränderungen, man kann natürlich vieles alleine schaffen, indem man versucht, seine Gedanken umzustellen. Sie sehen meine Augen, meine Körpersprache. Wir schaffen zwar vieles, aber ich bin von einer Sache richtig überzeugt. Veränderung funktioniert vor allem in Beziehung. Wenn ich jemanden habe, mit dem ich sprechen kann. Wenn ich jemanden habe, der sich mir und meiner Themen annimmt und der mir auch mal sagt, hey, pass mal auf. Überleg doch mal, dich vielleicht in der Situation anders zu verhalten. Und mich zum Nachdenken bringt. Das ist für mich der Weg, der für mich deutlich mehr Nachhaltigkeit aufweist, als wenn ich versuche, mein eigenes Züppchen zu machen. Eine gute Beziehung.